אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם. Wir lesen Schriften von Baal HaSulam. Die Einschreise der Kabbalah, Punkt 61. Man kann die Texte lesen im blauen Lehrbuch der Kabbalah Buch oder auf der Internetseite unter k.info. Auf der deutschen Seite, Lehrbuch der Kabbalah, Seite Einführung der Kabbalah, Punkt 61, auf Seite 623 im blauen Lehrbuch der Kabbalah. Rav, bitteschön, wir lernen das nach dem Zum Aleph, der erste Parzuf, nach dem Zum Aleph, welchen Namen hat? Galgalta, bei welchen es Rosh, Toch und Sof gibt. In Rosh gibt es dann Zivug Daka, und dann klärt sich das Licht bis zum Tabor und schwächt sich der Parzuf und steigt wieder auf. Es ist eine Kudot de Galgalta. Die Parzuf, der nach einer Kudot steigt ab zum gewissen Richtung. Gemäß dem sich offenbaren Rishimot machen ein Zivug Daka, über die Rishimot kleidet sich ein Parzuf ab, bis zum Tabor, schwächt sich ab, steigt auf vom Bittush Pnimu Makif, steigt auf zur Stufe seines Chazes, kleidet sich wieder, breitet sich wieder aus Parzuf Sak mit seinem P und seinem Ta'amim, Mizdachech, beim Austreten, beim Erheben des Passachs, Sack, entsteht Nekudot des Sack, welche hinabstecken können unter dem Tabor Nehidak. Sie wirken so, dass sie auf das dort ihr Ochasadim Einfluss haben und von dort Prinadalet erhalten. Und dann, sollte das erhalten, du hattest auf eine Klotte Sack Einfluss und führt dazu, dass sie einen Zimzum machen. Dass das Malchus, welches sich unterhalb befindet, aufsteigt zu Bina, de Gufa, und das heißt Zimzum Bett. Zweite Einschränkung. Zimzum Bett. Und dann trotzdem der Pasuf Mizdachech und steigt auf zum Nikve Naim der Rosh Tzak, noch etwas höher, Nikve Naim, und dort machen sie einen Zivug über Inre Shimo, welche von unten kommt, und breiten sich wieder aus. Bis zu jenem ihren eingeschränkten Ort, welcher in dem Fall bereits Parsa heißt. Der Zivug, welcher in Galgalta über Rishimo Daladal stattfindet, welcher aus Pede Galgalta austritt, diesen Parzuf breitet sich aus bis zum Tabor de Galgalta, von Tabor bis zum 7.17. einen leeren Raum. Dort gibt es nur Chassadim. Aber solcherlei Chassadim, dass ich nichts empfangen möchte, indem ich nichts empfangen will, so hat auch die Chassadim aufgrund der Anhaftung Einfluss, weil ich nichts empfange. Das sind sehr schwache Chassadim. Und deshalb ist der Parzuf Sag, welcher dorthin sein Licht bringt, das Licht Nekudot sagt, dort sind bereits Chassadim. Es gibt solche Chassadim und Chassadim. Dort sind Chassadim, welche bereits etwas haben, worüber sie sich überwinden können. Das heißt, er trennt sich von Mitrochma und im Wesentlichen Chassadim des Sack. Das heißt, Galgalta macht einen Zivug Daka über Dalet Dalet, und dann hat sich der Parzuf ist Dachech, es ist von der Gimel, Bet Desak, und Tamim Desak haben wir Gimel Ditlapschut, und deshalb kann er nicht absteigen hinunter vom Tabor, sondern Nekudot Desak ist Bet Bet. Ja. Und sobald es
hierher kommt, wird er zu Bet Alef. Sobald er absteigt und sich vermischt, so findet im Zimtzum Bet statt. So kommen diese Rechime von diesem Parzuf. Bet Alef Zimtzum Bet. Und dann findet ein Zivuk Bet Alef Zimtzum Bet statt und vom Tabur bis zum Parsa, dieser Ort wird Parsa genannt, diese Grenze da, dort kleidet sich, weitet sich Parzuf Nekudot des Sakos, es wird Nekudim. Nekudim. Barur? Ist das klar? Was ist daran so? Nicht klar, bitte sehr. Lass mich, sag's mich, wir werden ergänzen. Ja, Momo. Momo sagt, können Sie erklären, bezüglich Nekudot des Sag, wie sich genau ausbreiteten, absteigen von Tabor zu Parsa? Mit der Rechimo Bet Bet 2.2 kann man an jeden Ort gelangen, weil es über sie keinen Zimtzum gab und es wird über sie auch niemals einen Zimtzum geben. Wie kann man von Bet Bet gelangen, wenn es von Gimel zu Bet ist? Sag es doch Gimel Bet. Gimel Deit Lapshut Bet Daviut. In den Geschmäckern Ta'amim. Aber sobald die Ta'amim anfangen, sich zu erheben, aufzulösen, zu verfeinern, somit verschwindet Gimel und es bleiben Bet Bet 2.2. Sag mal, schau her. Hier ist es Gimel Bet. In Ta'amim, also wenn es sich ausbreitet, ist es Gimel Bet. Ja. An diesem Punkt, wo jetzt vom Tabur, als die Geschmäcker Ta'amim gekommen sind, und es gab hier einen Druck, Bitushpnim und Makif, so verschwindet Gimel, bleibt nur noch Bet Bet über. Als Bet Bet sind alle Nekudot des Sags in Bet Bet. Aber Bet de Itlapshut und Bet de Aviyut. Jetzt Bet de Aviyut verfeinert sich. Dalet Gimel Bet Alef Shoresh de Bet. Der Aviyut. Und dann findet Bet Alef statt. Hier ist Bet Alef. Das alle diese Parzufim sind, die Parzufim des Sag steigen hinunter und sich vermischen mit Neide Ak und in ihnen entsteht Nekudot des Sag, welche sich mit Neide Ak verbinden. Sie erwerben von dort ein Eindruck und bekommen dort Aviyut Dalet, dann findet man das im Zustand. Diese Dalet fügt ihren Willen zu empfangen zu, dem Willen zu empfangen, welches die Leute sagen, gibt. Dort muss ein Empfangskli, ein Verlangen, aber ein Verlangen, welches nicht gestört hat, nun des Gebenswillens war. Plötzlich kommt so ein Zusatz, dass ich nicht bereit mehr empfangen kann, um zu geben. Ich will empfangen. Und über ihnen passiert ein Zimtzum. Also über ganz Tanides Sack, Nekudot des Sack, findet ein Zimtzum statt. Und dieser Rechimo steigt von diesem ganzen Parzuva steigt hinauf. Mit Rechimot Bet Alef eingeschränkt sind. Dass man von hier an weiter nur empfangen kann, dass man in einem Teil, im höheren Teil, den Nekudot des Sag empfangen kann, nicht im niederen Teil. Und deshalb gibt es hier einen Zivuk in Nikveinaim. Nikveinaim, der Rosh des Sag. Bet Alef, woher kommt das? Nekudot des Sag? Bet Alef eingeschränkt. Nach dem Zimtzum Bet, ja genau. In Ordnung. Bet 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 Dalet Gimel Bet Alef Shoresh.
der Bet der Aviyut, so bleibt dann Bet Aleph über von diesem Punkt an. Und dann bekommen diesen Nekudot einen Zusatz von Dalet der Aviyut. Alle verlangen zu empfangen, welche Kelim des Gebens haben, bekommen einen Zusatz von Dalet der Aviyut. Deshalb schränken sie sich ein. Das heißt, alle gebenden Teile. Und es bleibt nur der höhere Teil von Bina in Aktion. Und der niedere Teil darf nicht in Verwendung treten. Das heißt, dieser Reshimot, das ist im Prinzip dieser Pfeil. Reshimot ist ein Parzufs, steigen zu Beginn auf zum Pederosh, das sagt natürlich. Siehst du, ich habe jetzt zwei Pfeile gezeichnet. Und danach vom P zu Nikwe Naim der Rosh, das sagt. Und es findet jetzt ein Such der K statt Bet Alfin zum Bet. Das heißt, was man kann, mach was du willst, aber wisse, dass du dich unter dem Tabor nur in diesem Bereich da aufhalten kannst. Dort, wo die höhere Hälfte von Binah ist, dort sind mit Sicherheit altruistische Kelim. Und mach was du willst, bringe dort alles, was du kannst, hin. Bet Aleph, Zimtzum, Bet. Dorthin, hierher. Moshe fragt, warum in der von der Mischung von Trina Dalet gibt es kein Sivuk über Reshimot Dalet? Er sagt, nein, sowas gibt es noch nicht. Warte noch. Bislang gibt es da noch nichts. Moshe, warum hört das hier auf? Was meinst du, sagt Raf? Moshe, weil es gab schon eine Handlung der Einschränkung. Es gab einen Eindruck von Prina Dalet. Und Raf sagt, natürlich, es gab Zimtzum. Okay, weitere Fragen. Sie sagten zuvor über die Integration von Bina und Malchut, dass sie das Licht von Chochma los wird, wenn ich richtig gehört habe. Rav sagt, ja, das bedeutet, dass Sag dehnt sich aus von P zu Tabu, Zad Gimel von Itlapschut und Bet von Avot, Gimel von Itlapschut ist die Einkleidung von Chochma. Aber wenn es beginnt zu reinigen, diese Rinat Gimel, Itlapschut Gimel verschwindet, was übrig bleibt, ist Bet über Bet. Und wenn das sich reinigt bis so Rosh, dann ist es Bet Aleph. Also das kann auch sein. So ist es. Die Reinigung, Rav sagt, nein. Hier in dem Moment, wo Tamim aufhörten und Nekodot beginnt von Bitush Pnimiu Makiv, dann Gimel von Itlapshut ist schon gegangen. Es gehört nicht mehr zu Nekodot. So ist es in jedem Parzuf. Sagen wir in Galgalta, gab es Dalet über Dalet, dehnte sich aus, Bitush von Pnimi und Makiv begann zu reinigen, also Dalet von Aviyut, Dalet von Itlapshut, das es hier hatte, Dalet von Itlapshut verschwindet und es wird zu Dalet von wird Gimel. David von Aviyut wird Gimel. Entschuldigung, sagt Kranach. Ist es nicht die Entfernung von allem und Wiederaufbau? Ist es wie stufenweise Entfernung? Er sagt von Tabu bis zum P. Ja, natürlich, ist es stufenweise, klaro. Es geschieht alles stufenweise. Jedes Mal hast du Sivugim da gehabt, was ich loswerde, was hatte ich da, welche Art von Reshimot, welche Lichter. Man kann auch sagen, also Bitush, diese Empfindung von Bitush, das nicht bleiben kann in diesem Zustand, ist dort, wo die stufenweise Entfernung beginnt. Und auch sagt, ja, das ist stufenweise. Also P macht die Einschränkung, macht Zivug Daka. Und Parzuf von Tamim dehnt sich aus. In der
der Zwischenzeit, auch Morka, Omakif, umgebendes Licht, arbeitet an Tabur. Und hier haben wir Obnimi, inneres Licht. Bitush von Nimi und Makif, also ein Schlag von innerem Licht und umgebendem Licht passiert hier. Bitush, ja. Der Stoß. Was passiert als nächstes? Es gibt ja eine Entscheidung. Natürlich, alle Entscheidungen finden im Rohr statt, dass ich jetzt reinigen muss. Mich reinige. Wie reinigt es? Es wird los, dass sie hier unten hat, bis eine Stufe, bis zu Gimel. Weiter. Also bis zu Bet. Dalet, Gimel, Bet. Weiter. Alef. Und dann Shoresh. So. So ist, wie es sich entwickelt. Dalet, Gimel, Bet, Alef, bis es B erreicht, den Shoresh. Jetzt ist schon Shoresh. Es wird Aviut los. Hier gab es also Tamim, Geschmäcker, Tamim und die Nekudot. Hier beim Loswerden. Ja. Und Chanoch fragt, was muss alles loswerden und warum? Er sagt, nein, eine Stufe ist eine vollkommene Stufe. Es kann nicht ein bisschen, weil es gibt nicht halbes Havaya oder Viertel von Havaya sein. Wenn du Hälfte von Havaya willst, dann mach weiter. Von der Hälfte von Havaya, man sind vollkommenes, kleines Havaya. Das Schüler fragt, können wir zurückgehen zum ersten Diagramm? Was genau geschah, dass eingeschränkt werden müssen, wenn wir über die zweite Einschränkung sprechen? Was war da? Waka um Licht von Chassidim, was war da? Man sagt, Nekudot von Zagas ist die obere Hälfte von Bina und untere Hälfte von Bina. Die obere Hälfte von Bina ist vermischt mit, untere Hälfte ist vermischt mit Verlangen zu empfangen. Alprina Dalet, wenn es ein unteres Verlangen zu empfangen ist, dieser Teil wird wirklich in der Ausrichtung des Empfangens, deswegen wird es eingeschränkt. Schüler sagt, war es nicht schon da unter der ersten Einschränkung? War es nicht in der Einschränkung? Warum gibt es ein Verlangen zum Fangen? Das sagt, Verlangen zum Fangen ist immer da. Das ist die Materie der Schöpfung. Ich dachte, es war gefüllt mit Licht von Chassadim. Das sagt, Licht von Chassadim füllt was auf. Der Schüler sagt, ich dachte, füllt alles von Tabor bis zum Sium. Das sagt, ja, auf Tabor bis zum Sium erfüllt es Verlangen zum Fangen. Die ganze Schöpfung ist Verlangen zum Fangen. Von Tabor bis Sium gibt es nicht so was in Spürtel. Es gibt ein Verlangen zum Fangen, es ist gefüllt mit Verlangen zum Fangen. Schüler sagt, und jetzt dem gegenüber kommt, sagt, zu diesem Verlangen zum Fangen kommt ein Zusatz, wo dieses Verlangen zum Fangen klein war, war bedeckt mit Chassadim, es war in Ordnung. Jetzt, Verlangen zum Fangen ist nicht mehr klein, sondern groß, weil Prina Dalet wurde hinzugefügt. Deswegen schränkt sich einem Ort, wo es Prina Dalet ist. Prina Dalet in diesem Ort, weil Verlangen zum Fangen war kleiner, aber Prina Dalet wurde hinzugefügt und wurde groß. Also, dasselbe Gesetz von Einschränkung arbeitet daran, wo sein Verlangen zum Fangen ist, nicht bedeckt durch einen Massach. Sofort kommt Einschränkung und schränkt es ein. Jedoch, die Einschränkung, über die wir lernen, im Malchut von Ein Sof, ist eine Einschränkung, weil sie schränkt sich ein, dann bestimmt sie Malchut von Ein Sof über ganze Wirklichkeit, über alle Olamot, alles was sein werden, wo immer es ein Verlangen zu empfangen gibt, der empfangen möchte, alles in unserem Malchut von Ein Sof sofort führt sie eine Einschränkung. Sie kontrolliert das mit ihrer Einschränkung. Auch hier, in dem Moment, wo hier es gibt ein Verlangen zum Fangen, das größer ist als Massach, das sich darin befindet, sofort Malchut von Ein Sof schränkt es ein. So passiert es automatisch. Aus sich selbst. Ist das klar? Ich hatte diesen Punkt vorher nicht gesagt.
Ja, das ist genau, worüber es die Frage ist. Unklar, fragt Michael, wie nach Galgalta, nach Tabor stoppt. Sie hat Massach über allen Verlangen zu empfangen. Er sagt, es gibt ein Massach über allen Verlangen zu empfangen. Jedoch, ich meine, du hast recht, sind zum Aleph, erste Einschränkung, arbeitet an allen Orten. Aber es ist nur nicht zu empfangen. Aber zu empfangen, also des Gebens, brauchst du einen zusätzlichen Massach. Warum machst du das? Es ist nicht klar, was hier der Zusatz ist. Wo ist dieser zusätzliche Massach? Und er sagt, nein, es ist sehr einfach. Ich bin ein dezenter Mensch. Glaubst du mir? Du siehst, du bist nicht sicher. Also, ich habe deinen Safe gesehen, der war verschlossen. Ich bin hier ein anständiger Mensch, aber wenn du den Safe öffnest, gibt es einen Unterschied, ja? Also, wenn Malchut von Ensof kontrolliert, steuert, über nichts empfangen, dann kontrolliert es. Aber empfangen zu geben, brauchst du einen zusätzlichen Schirm. Stimmst du mir zu? Zuzustimmen, zu empfangen, aber nicht für mich, weil ich so, das ist aus meiner Natur, weil das Verlangen zu empfangen ist nicht gereinigt, sondern ich muss hinzufügen, aus mir selbst solch eine große Kraft umzugeben. Ich bin hungrig, ich sterbe vor Hunger und ich muss jemand, dem ich hasse, ich mag ihn nicht. Und allgemein, ich habe nicht, es ist mir egal, er kann sterben, was mich betrifft, aber ich muss ihm in Liebe geben, was mich wiederbeleben, was mich beleben kann. Aber ich gebe es ihm. Also welchen Massach brauche ich dafür? Es ist nicht nur ein Massach von Zimtzum Aleph. Es ist nicht der Massach von Zimtzum Aleph, der ist Einschränkung. Also, was für ein Schirm ist das, fragt Michael. Und Rav sagt, das ist der Schirm, worüber wir sprechen. Aber Massach überspringen bezüglich Galgaldal, das ist ein anderer Massach. Der erste, als Einschränkung. Und Rav sagt, im P von Galgalta, ja, hat es ein Rendezvous mit dem höheren Licht in seinem Rosh und dort beginnt eine Handlung von dessen, was bekomme ich vom höheren Licht, wenn ich nicht für mich selbst empfangen möchte. Aber wie viel kann ich extrahieren, die Kraft des Massachs vom höheren Licht, sodass ich empfangen kann in der Ausbildung des Gebens, was gegen meine Natur ist. Es ist über Leben und Tod und allem und nicht zu sterben, sondern zu leben und zu teilen, zu geben. Und diese Massach macht eine Berechnung, dass er aufhören muss, ein Tabur. Er sagt, es ist so sehr, sehr empfangen, kein Empfänger, deswegen ist es eine sehr dünne Linie, mein Herr. Und Michael fragt, wo findet die Berechnung statt, wo es sehr es kann? Kommt. Er sagt, in P von Rosh. Dort hat es alle Daten von Zinn zum Aleph sein Verlangen zu empfangen, das Licht, das kommt. Und was es tun will, der Rosh macht große Arbeit. Michael. Und nennen wir das dann Dalet Dalet? Sagt, weil es Arbeit mit Dalet, mit Rishut, Dalet, Hitlapschut. Dalet von Avjud, das hatte von Ensof der Eindruck, den ganzen Weg, das höhere Licht zu empfangen, dass es erfüllt den ganzen Weg. Aber worin füllt es was? In was füllt es ab? Darin, dass es empfing, dass Berechnung ausführte. Es empfing nur jetzt. Über dieses Licht gibt es Zimtzum Aleph, erste Einschränkung, aber ich will nicht empfangen, weil für mich ist es schlimmer als Tod. Scham ist also lieber Tod, als diese Scham zu empfinden. Dann hat es ganz Regiment von diesem ganzen Zustand von Malchut von Ensof, mit all den Klärungen vor Malchut von Ensof. Und jetzt macht, stellt seine Berechnung an. Was werde ich tun? Also nimmt es all die Zustände von Malchut von Ensof. In Galgalta heißt es ein Rosh. In Rosh von Galgalta. Samt Malchut von Ensof. Alle vier Phasen des Direktlichtes. Alles ist in den Rosh von Galgalta. Jetzt will es anders spielen.
Nun, ja, oder was? Er versucht, sicher zu sein über, wie sehr es kann. Rav sagt, du sollst darüber nachdenken bis morgen. Wir machen das nicht weiter. Hat jemand ernsthafte Fragen? Als sie sagten, das ist Punkt 2, das Licht von Chassadim, es gibt was zu überwinden. Sag, es hat niemals das gehört, diesen. Sie sagt mir ziemlich bett, da Chassadim gibt was zu überwinden. Was ist das? Und Rav sagt, ich, mein Verlangen zu empfangen, ist vollkommen. Ich möchte über mein ganz Verlangen zu empfangen geben, wie viel, so sehr ich kann. Wie sehr? Ich möchte mein Geben, also die gesamte Prinadale, das sich unterhalb von Tabor befindet. Also alle Chassadim von Sag, ganze Chassadim von Malchut von Ensof, alle Chassadim, die wir empfangen könnten, nicht vom Ensof, die können wir empfangen vom Vorbringer. Jetzt dringen sie ein unterhalb von Tabur von Ak. Jetzt beeinflussen sie das leere Malchut von Ensof. Und dann diesen Malchut von Ensof beginnt zu erwachen. Es gibt mit seinem Aviyut beeinflusst mit seinem Aviyut über das Chassadim. Denn warum? Weil dieses Chassadim, wenn sie herabkommen und beeinflussen, dann sie haben auch ein Verlassen empfangen. Dieses Verlangen zu empfangen, Malchut von Ensof beeinflusst Dalet, beeinflusst Bet. Bina ist eingeschränkt, wird eingeschränkt. Erinnerst du dich, was mit uns passiert? Prina Bet, das sind vier Phasen des direkten Lichtes. Prina Bet, das dem Schorsch der Wurzel ähneln wollte. Dann heißt es, ich will nichts empfangen. Okay, du willst nicht. Das Licht von Chochma, sie will es nicht empfangen, Prina Bet. Aber wenn ich nichts empfangen werde, werde ich der Quelle nicht ähneln, die Quelle diesem geben. Wie will ich geben? Also ein bisschen vom Licht von Rochman. Danach, wo ich nicht empfangen werde, ich werde für ihn empfangen. Also Prina Bet bringt hervor Prina Gimel, die dritte Phase, die heißt, dass sie ein bisschen empfängt vom Licht von Rochman. Deswegen, der Anpin teilt sich unterhalb von Chaser, Tabur, das Licht von Chassadim, und darunter, unter Tabur, bis zu Sium, das Licht von Chochma. Das ist wie Bina es halb und halb macht. Das heißt, dass in Bina, in Prina Bet oder in Zag, gibt es die Oberhälfte vom Parzof, das vollkommen Chassadim ist, vollkommen aus des Gebens, will nichts als nur geben. Die untere Hälfte ist interessiert im Empfangen, weil der Geschöpf, um so zu werden wie der Schöpfer, muss empfangen, um zu geben. Also, das ist der Teil von Bina, den Prina Dalet einschränkt. Es geht runter von Parsa, dieses Chassadim. Er sagt, ja, natürlich, Nekudot von Zag, sie steigen ab und fühlen gesamte alles, was neben dem Tabu ist. Wie gesagt, ist nicht klar für mich. Wie kann, sagt mein Herr, ich erkläre das. Vielleicht waren sie nicht hier. Kommen nicht. Ich war da, aber wie kann Chassadim unterhalb von Pass sagen? Wie kommt er dahin? Was sagt, erinnerst du dich, was ich erklärt habe? All die Reshimot, sie steigen zu den Parzufim, zum Malchut von Ensof. Malchut von Ensof füllt alles auf bis zum Ende von Tabu. Erinnerst du dich? Ja.
Wir lernen, dass in Ag Verbindung zwischen Gastgeber und Gast. Jedes Mal wird es eine kleine Portion. Was passiert hier in der zweiten Einstellung zwischen Gastgeber und Gast? Rav sagt, nein, in Zimtzum Bet verstößt er, weist er vollkommen alles zurück. Er hat nicht die Kelim in zu empfangen. Als wenn er sagt, nimm die Täler, lass sie zur Seite. Und er sagt, er hat keine Stärke, er ist bereit zu empfangen, bereit alles zu tun, aber er hat kein Verlangen zu empfangen. Es ist nicht der Gastgeber und Gast. Nessi, ja. Nessi fragt, warum Dalet Dalet Malchut von Enzov? Warum hat es noch nicht sofort die Korrektur? Aber es hat ein Chisaron dafür. Es gibt kein Niedrigeres als ein Rav. Sie hat keine Chisaron zum Empfangen und zu geben. Sie hatte das nicht. Ja, Chaim. Rav, wo in diesen Zeichnungen können wir sehen, ein perfektes Bild, perfekten Moment, wo wir zurückkehren müssen? Wo ist dieser Ort? Er sagt, was? Nochmal. Heim. Also, diese ganze Abbildung, sie beginnt sofort mit den Problemen. Wo ist diese Sache, wo hier. Rav sagt, du hast Probleme, nicht die Zeichnung. Nein, es gibt all diese Zerbrüche und die Durcheinander in diesen Zeichnungen. Wo ist der perfekte Situation hier? Der Ort, wonach ich suche. Rav sagt, wohin müssen wir hinkommen? Ja, können Sie das zeichnen, sodass ich das sehen kann? Dieser Ort ist perfekt. Rav sagt, also ich zeige dir was. Ich zeichne dir was Perfektes. So. Das war's. Das ist es. Nein, nein, wirklich, so wird es sein. Das vom Ende zu Ende, die Dunkelheit soll scheinen wie Licht in all den unterschiedlichen Klären. Und dann wird es zum Kreis. Ich habe keinen Platz für einen Kreis. Okay? Also diese Linie, das ist, wo alles begann und das ist, wohin wir zurückkehren. Und Rav sagt, ja, das heißt die Linie von Ein Sof, wodurch das Licht kommen wird und alles erfüllen wird. In Ordnung? Schnell, schnell. Wo genau war Zimtzum Bet gemacht? Wo genau in Belbat von Gelgel, wo es erklärt hat mit dem Licht? Rav sagt, nein, Zimtzum Bet ist, du kannst sagen, in der Hide Ag. Aber das ist nicht Nekudot von Zag. Wie kann es sein, das Treffen, wie es erklärt, Dale, das, da, na, weg wird? Rav sagt, es gibt den Ort von Zimtzum. Wo fühlst du das? In Nekudot von Zag. Das heißt, in Parzuf von Galgalta ist es, wie es war, ja? Ja, in Parzufim von Galgalta wird es gefühlt als Einkleidungen. Über Nehide Ag. Einkleidungen, okay? Oh, es beginnt jetzt schon dort. Fragen. Beginnen wir mit Wien. Also Zimtzum Aleph, das ist die erste Einstellung, Zimtzum Aleph ist über das Gefäß Empfangens. Die zweite Einschränkung ist über die Gefäße des Gebens. Rav sagt, nein, es gibt kein Zimtzum über die Gefäße des Gebens. Es gibt kein Zimtzum über die Gefäße des Gebens. Das ist nicht korrekt. Zimtzum ist immer nur auf die Gefäße empfangen. Die eine Frage ist, wo offenbaren sie sich oder wo werden sie offenbart? Jedoch, fragt Arik, wenn das gemacht wird, wie kann es sein, dass ein Verlangen einen Ort einzuschränken, dass die richtige Berechnung anfangen muss im Massach sein? Er sagt, ich verstehe nicht, was du sagst. Arik, wir sagten, dass wenn es mehr Verlangen als die Kraft zum Massach gibt, gibt es eine Einschränkung.
Hast sagt, wir können nicht hören, was du sagst. Du hast Probleme mit deinem Mikrofon. Versuch nochmal. Wenn es mehr Verlangen gibt, als die Kraft des Massach, dann sagt man, gibt es ein Zimtzum. Das heißt, die Berechnung war falsch von vornherein. Ich weiß nicht, welches Verlangen, was, über welchen Ort sprichst du? Und da ich sage, Zimtzum Bet, zweite Einschränkung. Zimtzum Bet ist kein Ort. Okay, Zimtzum Neideak. Zimtzum Neideak, no. Rav sagt, Zimtzum von Neideak, ja. Also hier die Berechnung wurde gemacht in Pederosh. Und Bina herabkommen kann unterhalb von Tabor. Später wird die Einschränkung gemacht. Warum hat der Massach nicht von vornherein, dass das was passieren würde? Er sagt, also ich kann nicht hören, was du sagst. Ich denke, bis morgen können wir Mikrofon ändern und morgen können wir das nochmal, euch nicht mal hören. Kannst du übersetzen, was er sagt? Ja, weil es er fragt ist, wie ist es möglich, wie kann es sein? Bina wusste nicht, dass es eingeschränkt würde von vornherein, selbst bevor sie herabkam. Er sagt, ah, das werde ich antworten. Jede einzelne Handlung ist diskret. Was ich jetzt habe, ist, ich sehe vor mir, gibt es Unendlichkeit, unendlich zu korrigieren. Aber meine Kraft vom Massach kann nur ein Gramm korrigieren. Glücklich, mit Begeisterung und Enthusiasmus kämpfe ich, diesen einen Gramm zu korrigieren. Was ist mit Ein Sof? Spielt keine Rolle. Was jetzt eine Rolle spielt, was ich jetzt tun kann. So ist es im Spirituellen. In einem sehr diskreten Weise. Das heißt, ich schaue nur, was jetzt genau vor mir liegt. Das Rest betrachte ich. Vielleicht ist das die Antwort. Das heißt, es gibt keine Summe. Ein Teil im Spirituellen. Okay, Moskau. Raf, sagen Sie mir, können Sie uns sagen, nach Zimtzum Bet, Malchut stieg auf zu Rosh, warum ist das nicht wen Naim anstatt von Osen? Raf sagt, Malchut steigt auf, um das Licht von Chochma einzuschränken. Licht von Chochma heißt Enaim. Und deswegen Malchut steht dort, wo immer wir, es spielt keine Rolle, in welchem Patzer, worin immer wir das Licht von Chochma einschränken, müssen wir aufsteigen zu Nikve Enaim. Also er fragte im Wesentlichen richtig. Bina ist Osen, also müssen wir Nikve Osnaim, Nikve Enaim. Richtig? Das ist eine Frage, die normalerweise gefragt wird, aber wir begrenzen die Ausdehnung von Chochma des Parzufs im Parzuf, und wo wir Chochma einschränken müssen, ist Nikve Enaim, so heißt das. Also er fragt uns, ob sie diesen Ort bitte zeichnen können. Rav sagt, von Nikve Enaim? Ja, wenn sie es zeichnen können, Rosh, und zeigen, wo Nikve Enaim ist. Keter, Chochma, Bina. Keter, Chochma, Bina, Zanbin, Malchut. Richtig? Efo ani magbil et ha parzuf? Wo begrenzt sich das Parzuf? Makara.
Keter Chochma Bina Zan bin Malchut. Ja, okay. Das ist P. Das ist Metzach. Das ist Nikve Enaim. In der Mitte von Bina. Warum ist das Enaim? Er sagt, weil dort ist, wo Licht von Chochma endet. Das ist, wo Licht von Chochma endet. Verboten dafür ist, das Licht von Chochma auszudehnen nach unten. Also die ganze Sache von Gar, Gimel. Gimel Rishonat, also Keter Chochma und Gar von Bina. Gar von Rosh. Saat von Bina ist schon für die Unteren. Es gebärt den Unteren. Zeranpin und Malchut. Von Sat Bina. Sat Bina ist Rechem, die Gebärmutter. Vor der Gebärmutter ist der Schöpfer selbst. Aber weil das Licht von Chochma sich ausbreiten kann, bis zur Hälfte von Bina, wie wir es lernen von Dalet Prinot von Oyesha. Deswegen sprechen wir über Nikve Enaim. Wo ist Nukva von Enaim? Licht von Chochma beginnt von Sat von Bina. Das sind die Kelim des Empfangens. Kelim der Kabbalah, Kelim des Gefäßes Empfangens. Und hier sind die Kelim des Gebens, Kelim der Ashpa'a. Die Gefäße des Gebens. So teilt sich das Pazuf in Rosh und Guf. Und deswegen bis zur Hälfte von Bina also ich habe Gar geschrieben und hier ist Sat. In Ordnung? Chadera. Eine Frage, um Nessis Frage fortzusetzen. Dalet in Parzuf von Galgalta. Das erste Dalet von Itlapschut. Woher kommt das? Woher kommt diese Information? Vor alles, was wir vorher hatten, war der Olam Enzov. Und dann ging es weiter zu Olam Adam Kadmon. Woher kommt dieses Dalet von Itlapschut? Rav sagt, Dalet von Itlapschut, Dalet von Aviot. Sie kommen von Malchut, von Ensof. Da das höhere Licht Malchut erfüllte, dann das Verlangen zu empfangen. Das Aviot Dalet. Und das Licht, das Aviot Dalet vollkommen erfüllt, heißt Dalet der Hitlapschut, was sich einkleidet in Verlangen zu empfangen. Schüler fragt, das bedeutet, dass es sich nicht notwendig ist, selbst wenn Reshimot von Or Ein Sof ist, Sivuk, der im ersten Pazuf stattfindet, muss nicht über alle die Reshimot dieses Pazuf sein. Also was bestimmt den Aviut des Shems? Was sagt, ich verstehe nicht, was du sagst. Alles, was du sagst, ich verstehe nichts davon, was du sagst. Kannst du dieselben Worte benutzen, die im Buch geschrieben sind oder die ich benutze? Und der Schüler sagt, also erster Pazuf, der ein Sivuk hatte, Pazuf von Galgalta. Es führte Sivuk nicht über das ganze Licht von Ein Sof, sondern nur eine gewisse Information. Er sagt, es macht Sivuk über das gesamte Licht von Ein Sof, nur dass es berechnet hat, wie viel es empfangen hat. Ne, sagen wir 20%. Okay, sagt der Schüler, diese 20%, woher kommt denn diese Information? Gibt es hier eine Beziehung, diese 20%? Und Rav sagt, es überprüft sich, wie viel steht da vor ihm, wie viel war es in Ein Sof, wie viel Scham empfindet es
und den Gastgeber in Beziehung setzen. Da gibt es eine Berechnung, eine Beziehung. Es gibt viele Fragen hier. Natürlich, du kannst fragen, woher weiß es, dass jetzt... Also macht für die Berechnung aus über das Licht von Ein Sof, das Malchut erfüllt. Aber jetzt muss es Berechnung ausführen in der Ausrichtung des Gebens, um zu geben. Vielleicht sind es ganz andere Geschmäcker. Also du kannst hier vielerlei Fragen stellen und es gibt keine Antworten darauf, bis du selbst schmeckst und dann wirst du sehen. Schüler sagt danke. Mach sagt, ich rate euch, dass ihr den ersten Teil, zweiten Teil von Tess lest, Fragen und Antworten. Und das Inhaltsverzeichnis, dass ihr das lest, gibt viele Fragen und Antworten. Wir können hier nicht um alles uns kümmern hier, okay? Also gibt es viele Fragen, aber was wir jetzt hier durchlaufen haben, fragt darüber. Wo sind wir also? Tudi sagt, wir sind in Punkt 61 des Vorworts. Punkt 61. Er sagt, ich bin sicher, dass es gibt hier viele Leute, die unzufrieden sind. Ihr könnt den Unterricht nochmal hören. Ihr könnt also die vorhergehenden Vorworte in der Vergangenheit ansehen. Ich habe viel mehr erklärt als jetzt. Tut okay. Niemand hindert euch dran. Investiert ein bisschen. Lernt ein bisschen. Punkt 61. Weil die Zinsfirot der Welt Olama Nikodim und Made der Welt Akinikwe Naim der Rosh von Seanpin von Sagerschaft wurden, er sagt, na, sowas gibt's nicht. Fortsetzen muss ich alles, was wir hier gezeichnet haben, muss ich hier alles auslöschen. אז אחרי ש יש לנו רב sagt also nachdem ich die Welt von Nikodim hatte, diese Welt von Nikodim schließt ein Keter, Abba ve'ima und Sohn und alles ist in Galgalta ve'naim, Galgalta ve'naim, Galgalta ve'naim. Magia. Ihre Struktur ist folgendermaßen. Das Keter reicht hier bis zum diese Art von Parzuf. Aber wie immer kleidet sich darauf auf solche Weise und Son kleidet sich auf aber wie immer auf solche Weise. So bekleiden sie einander. Keter, aber wie immer, Sohn. Moment. Also, Sohn ist Abkunft der Anpin und Nukva. So, kach ze olech. So funktioniert das. Die drei Parzufim. Keter, aber wie immer und Sohn. Das ist bereits die Welt Nikodim. Hier ist die Welt an Nikodim und Katnut der Kleinheit. Diese drei Parzufim, Keter, aber wie immer und Sohn. Jeder bei Galgalta Einaim. Bekatnut. Wie in der Kleinheit, Bekatnut.
Bitte. Nochmal Punkt 61. Aber war das vorher überhaupt? Wo steht das? Wo steht hier der Auszug aus der Welt Nikodim? Schaut bitte, schaut, schaut. In 61? In 60. Okay. Lies Punkt 60. 60. Dies Zimtzum Bet wird auch als Zimtzum Neideak bezeichnet. Das kommt daher, da der Pazuf sagt, der Ak, ja genauso wie der Pazuf Galgalta, der Ak, über den Punkt dieser Welt endete durch die Verbindung und den Aufstieg von Malchut an den Ort von Bina, oberhalb vom Tabu des inneren Ak endet, das heißt am Platz der Hälfte von Tiferet, was die Hälfte von Bina de Guf des inneren Ak ist. Dies ist so, da die abschließende Malchut zu diesem Platz aufstieg und das höhere Licht davon abhielt, sich von ihr aus weiter nach unten zu verbreiten. Aus diesem Grunde wurde dort unter Malchut ein leerer Raum erschaffen, frei von allem Licht. So wurde Tiferet Netzachot Yesod, Tanchi, das Sag, eingeschränkt und leer an höherem Licht. Daher wird Zimtzum Bet, zweite Einschränkung, auch Zimtzum Neideak genannt. Denn mittels des neuen Siyum an der Stelle von Tabor entleeren sich Neide Sag, de Ak, von ihren Lichtern. Es gilt auch, dass Achab aus den Chotempe von Rosh Tesak aus der Stufe Rosh Tesak austraten. Sie trennten sich von und zu seinem Guf wurden, da die paarende Malchut zu Nikwe Naim aufstieg und die zehn Sfirot de Rosh aus dem Masachi Nikwe Naim, der Grenze zwischen Garde Bina und Sade Bina, und darüber hervorgingen. Auch der Teil von Nikwe Naim abwärts wird schon als Guf des Parzuf bezeichnet, da er nun das Leuchten von Nikwe Naim und darunter, was als Guf gilt, empfangen kann. Die Stufe dieser genannten Zehn Sfirot, die Nikwe Naim des Ak de Ak auftauchten, stellten die Zehn Sfirot, welche die Welt von Nekudim heißen. Sie stiegen von Nikwe Naim des Ak bis an ihren Platz unter Tabor des inneren Ak ab, wo sie sich mit Rosh und Guf verbreiteten. Wisse, dass dieser neue Siyum, der am Ort von Binade Guf, Abschlussort, wo sich auch Ochman nicht ausbreiten kann, erschaffen wurde, Parsa genannt wird. Auch gibt es hier Inneres und Äußeres, und täglich die äußeren Zehn Sfirot heißen die Welt von Nekudim, indes die inneren Zehn Sfirot selbst Ma und Bon Deak heißen. Hier sagt Rav im Parzuf Nekudot de Sag müssen wir noch schreiben oder zeichnen, dass es hier Keter Chochma Bina gibt. Chesed Gvura Tif Eret. Ein Drittel Tif Eret. Und nochmal hier zwei Drittel Tif Eret. Netzachot Wat Malchut. Und hier tun sich diese. Wir haben darüber bereits gesprochen. Nur um zu zeigen, wo die Parsa ist, wo der Punkt ist, wo wir sein müssen. Das ist wie Nikve Enaim. Im Kopf ist das hier Parza de Guf. Weiter. Gibt es Fragen zu dem, was wir jetzt gelesen haben? Nicht. Okay. Ist der Massach von Nikwe Naim dort oder ist er dort bei Pederosh? Nein, natürlich bei Pederosh, aber welche, über welche Aviut rechnest du?
dort, wo die Kelim der Gabe beendet haben und die Kelim des Empfangens beginnen, dort steht der Massach, der Schirm. Dort macht er die Rechnung, dort stellt er die Rechnung an. In den Kelim der Gabe stellt er die Rechnung an. In den Kelim des Empfangens im Rosh macht er keine Rechnung. Dort, die schneidet einfach ab, die unterbricht einfach, reduziert. Das heißt, er war Bepe und ist zu Nikvenheim aufgestanden. Ja, dieser Platz ist Nikvenheim. Morgen werden wir sehen. In jeder Sphäre gibt es Nikvenheim. In der Spiritualität ist das nicht wirklich so genau zu messen. Okay? Wer ist dort hinten? Die Malchut, die sich verbindet, ist Mikveenheim. Und dann wurden die 10 Sphirot der Rosh geschaffen. Also zuerst wurde Pederosh geschaffen und dann die Malchut verbindet sich, vereint sich, vereinigt sich. Und von Mikveenheim wird die Verbindung gemacht. Und dort wurden die 10 Sphirot der Rosh geschaffen. Ja, dort wurden die neuen 10 Sphirot der Rosh. Wie kann der Kopf existieren, ohne dass es eine Vereinigung gibt? Was ist die Frage hier? Ich verstehe nicht, sagt Moshe Abada. Du hattest Rosh de Sag. Ja. Masach ist gestanden beim Peder Rosh. Jetzt hat er den Auftrag bekommen, dass es dem verboten ist, dem Schirm bei Peder Rosh zu sein, oder er muss zu Nikveenheim aufsteigen. Also der Massach steigt auf zu Nikveenheim und macht dort Sivuk der AKA. Auf alle Sphirot, die oberhalb vom Massach sind. Das heißt, der Kopf hat existiert, er wurde nicht jetzt geschaffen. Mit diesem Aufstieg hat er die Kelim des Empfangens erhalten und gib ihm, bitte. Er spricht über Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Es gibt 10 Sphirot von Innerlichkeit und 10 Sphirot von Äußerlichkeit. Was ist die Meinung? Was heißt das hier? Wenn ich vorher einen Sivuk der AKA über die Dichte Adalet gemacht habe und jetzt über die Bette. Bet ist die Äußerlichkeit, Bet Nummer 2, gegenüber Dalet Nummer 4. Und die Einkleidung, wir werden noch darüber sprechen. Das heißt, die Welt der Nikodim ist die Äußerlichkeit von Ene Deak. Ist das die Absicht? Ja, ja, sehr schön. Rav, Sium, dieser neue Sium, dieses neue Ende von Nukwadi unter Nikveenheim, den Sium macht, das Ende macht. Der Sium ist unter Nikveenheim, aber der Mangel wird in Binah erfasst. Das verstehe ich nicht, sagt Rav. Ja, der Mangel von Binah, okay, sagen wir so, der Mangel von Binah. Und der Massach ist bei Mikveenheim. Entschuldigung, Rav. Können wir von jetzt hier lernen, wie das System einen Mangel erwirbt? Nein, das können wir nicht. Immer von Ideak wird der Mangel geschaffen. Vielleicht meinst du das. Okay, kann sein, dass es so ist. Okay. Punkt 62. Es verhält sich so, dass während des Auftauchens von Parzuf sagt, er gänzlich über dem Tabur des inneren Akal Galta endete. Ähnlich wie hinsichtlich des Parzuf Abdeak erörtert wurde. Sie konnten sich nicht vom Tabur nach unten ausbreiten, da dort in seinen 10 Sphirot des Yum die Herrschaft der Prinadale des inneren Ak beginnt und es in Parzufim Ab und Sag überhaupt nichts vom Prinadalet gibt. Jedoch als Nekudot des Akteak aufzutauchen anfingen,
Das heißt, nachdem der Masachte sagt, der Prinabete Aviut und Gimel die Tlapschut ist, mittels Bitush des Or Makif in ihm gereinigt worden und zu Prina Alef der Aviut und Prinabete die Tlapschut gekommen war, verschwanden die Tamim des Sag. Dann erschienen die Stufe von Nekudot gemäß der im Masach verbliebenen Aviut in Wach 6 Firot ohne Rosh. Er hat vorher erzählt, wie es geschehen ist, und jetzt erklärt er uns, wie es, dass es gemacht wurde, und dann erklärt er uns jetzt, wie es gemacht wurde. Aber ihr habt hier bereits 1000 Fragen, und jetzt bekommt ihr dann die Antworten. So ist das. Kabbalisten, du kannst hier keinen klagen. Bei Gericht. Das ist so, da die 10 Sphirot sagen, wir haben 61 nicht gelesen. Dann lesen wir 61.61. Der Kunde hat immer recht. Jedoch sollten wir verstehen, dass seit die 10 Sphirot von Nekudim Umade Ak aus Nikwe Naim de Rosh de Sag ausgeströmt wurden und auftauchten, sie den Parzuf Sag von seinem Pe de Rosh und darunter hätten einkleiden sollen, wie auch in den vorhergehenden Parzufim, wo vom Pe de Rosh abwärts jeder untergeordnete Parzuf seinen Übergeordneten einkleidet. Warum verhielt es sich nicht so? Warum stiegen sie ab und kleideten den Ort unter Tabur de Ak ein? Um das zu verstehen, müssen wir gänzlich erfassen, wie es zu dieser Verbindung kam, als Bina und Malchut zu einem einheitlichen Ganzen verbunden wurden. Man tut das nur ein bisschen mehr stabilisieren, die Frage, warum sich Bina und Malchut verbunden haben, was ist bei Bina passiert in dem Treffen mit Malchut. Und so kamen sie zusammen. Punkt 62 jetzt. Es verhält sich so, dass während des Auftauchens von Parzuf Sag er gänzlich über dem Tabu des inneren Ak Galgalta endete, ähnlich wie hinsichtlich des Parzuf Abde Ak erörtert wurde. Sie konnten sich nicht vom Tabu nach unten ausbreiten, da dort in seinen 10 Sphirot des Sium die Herrschaft der Prina Dalet des inneren Ak beginnt und es in den Parzufim Ab und Sag überhaupt nichts vom Prina Dalet gibt. Jedoch, als Nekudot des Sag de Ak aufzutauchen anfingen, das heißt, nachdem der Masach des Sag der Prinabet der Aviut und Gimel de Itlapschut ist, mittels Bitush des Or Makif ihm gereinigt worden und zu Prina Alef der Aviut und Prinabet de Itlapschut gekommen war, verschwanden die Tamim des Sag. Dann erschien die Stufe von Nekudot gemäß der im Masach verbliebenen Aviut in Wag in den 6 Sphirot ohne Rosh. Das ist so, da die 10 Sphirot, die auf Prina Alef der Aviut erscheinen, die Stufe von Seranpin sind, ohne Gar, die ersten 3 Sphirot, Gimel Rishonot. Es gibt dort kein Or Chochma, sondern bloß Or Chassadim. Auch gibt es auf der männlichen Stufe Sachar, welche Prina Bede Itlapschut ist, keine Bina, sondern nur Benai, nur fast. Dort gibt es kein Or Chochma, auch in Seranpin, auch in Malchut, auch in Bina, in allen den Sphirot, die jetzt in der Vereinigung teilnehmen. Dort gibt es kein Or Chochma. Bet Alef ist das Zeichen. Dies wird als Wag de Bina bezeichnet. Daher wird diese Stufe Nekudot des Sag, den Zehn Sphirot des Yum und der Tabur der Ak ihrer Eigenschaft nach angeglichen, die ebenfalls als Wag ohne Rosh betrachtet werden, wie im Punkt 52 beschrieben.
Vag ohne Rosh, das heißt ohne Weisheit, ohne Chochma. Der Kopf ist Weisheit. Wir wissen schon, dass die Gleichheit der Form die spirituellen Objekte zu einem vereint. Folglich stieg diese Stufe, Nekudot de Sak, anschließend unter Tabur de Ak ab und vermischte sich damit Sonde Ak, Seampin und Nukwa, wo sie wie eins waren, da sie von gleicher Stufe sind. Das heißt, er erklärt uns hier, wie die Nekudot de Sak vom Tabur zum Sium abgestiegen sind. Ist das klar? Weil sie kein Ochochma haben. Und deswegen müssen sie absteigen. Alle diese Parzufim. Warum müssen sie absteigen? Weil es dort nur Ochasadim gibt. Ochasadim ist Gabe. Gabe kann es überall geben. Es gibt keine Einschränkung. Es gab kein Zim zum Aleph, keine erste Einschränkung auf die Gabe, nur auf das Empfangen. Ist das klar? Was hast du schon wieder? Warum steigt auch Nahide Galgalta unter Tabu? Da gibt es dieses Bet nicht. Nahide Galgalta, das befindet sich unter dem unter dem Tabu. Was heißt, sie steigen ab? Wo steigen sie ab? Leo, was ist los? Schau mal. Von P, vom Mond bis zu Galgalta. Von Tabu bis Sium hast du 10 Sphirot, die 10 Sphirot vom Sof. Oder wir sagen, Netzach, Hot, Yesod, Malchut. Malchut. Kach ze Galgalta mit Chaleke. So teilt sich Galgalta auf. Kach Gamkin mit Kmosche Galgalta. Genauso wie Galgalta sich aufteilt. Kmosche Galgalta mit Chaleke, Kach. Wie sich Galgalta aufteilt, das ist immer ein Parzuf. Auch so sind die Nekudot des Sag aufgeteilt, auf dieselbe Art und Weise. Ach so, in Galgalta, bis zum Tabor und unter Tabor auch, in den Nekudot des Sak. Ganze Pazuf, jeder Pazuf ist so. Das ist eine Aufteilung, die nichts mit der ersten und zweiten Einschränkung zu tun hat. Das hat mit dem Aufbau der 10 Sphirot zu tun. Ja, das ist klar. Die Frage ist anders. Vielleicht habe ich es nicht richtig ausgedrückt. In Neide Galgalta, unter Tabor der Galgalta, gibt es kein Bet-Bet. Da gibt es nur Ochasadim, weil es Ochochma nicht empfangen will. Das heißt, es tut die Weisheit abstoßen und es erfüllt ihn auch Asadim, weil er will doch damit Genuss bereiten. Aber welchen Genuss kann er bereiten? Nicht für sich. Für mich empfange ich nicht. Ich empfange nur, um zu geben, um oberhalb von Tabur zu geben. In diesen Gefäßen des Empfanges, die unterhalb von Tabur sind, dort kann ich nicht empfangen, um zu geben, dort verweigere ich mich. Das heißt, auch in Neide Galgalta und auch in den Punkten des Sack. Das ist der Mangel von Garf und Weisheit. Chochma. Noch? Okay, lesen wir weiter. Punkt 63. Wir könnten uns über die Tatsache wundern, dass dennoch ein beträchtlicher Abstand zwischen ihnen, Nekudot de Sak und Nehim de Galgalta, seitens ihrer Aviut besteht, da Nekudot de Sak von der Aviut der Prinabet abstammen und mit der Prinadalet nichts gemeinsam haben. Und obwohl sie die Stufe Serampin sind, entspricht dies nicht der Stufe Serampin unterhalb von Tabur de Ak, diese Rampin von Prina Dalet ist. Somit besteht ein großer Unterschied zwischen ihnen. Die Antwort ist, dass die Aviut im Parzuf während der Einkleidung des Lichtes nicht zutage tritt, sondern erst nach dem Verschwinden des Lichtes.
Das ist jetzt etwas, was wichtig ist, sich zu erinnern. Während der Parzuf empfängt, dann ist alles Licht. Man kann nicht verstehen, welche Aviut dort ist. Aviut ist der Ausdruck von seiner Dichte, seiner Dicke. Er kann nicht empfangen, er hat noch nicht empfangen. Aber in dem Moment, wo er bekommt, wird er klar, dünner. Und das heißt, alles hat sich bereits mit Licht angefüllt. Die Antwort ist, dass die Aviut im Parzuf während der Einkleidung des Lichtes nicht zutage tritt, sondern erst nach dem Verschwinden des Lichts. Folglich wurde, als der Parzuf Nekudotes Sag auf der Stufe Serampin auftauchte, abstieg und sich auf der Stufe Sonde Ag von Tabur de Ag abwärts einkleidete. Prinabet mit Prinadalet vermischt und verursachte Zimzum Bet. Dies erschuf einen neuen Sium am Platz von Binadeguf, dieses Parzuf, ebenso wie es eine Veränderung hinsichtlich des Platzes des Sivuk verursachte. Pederosh anstelle von Nikve Enaim. Das ist klar, was er hier gelesen hat. Zimtzum Bet. Er tut den Sium erheben zum Tabur oder zu Tiferet, egal wie wir das nennen. Und der Massach von Pederosh steigt auf zu Nikve Naim. Das heißt, ein reduzierter Parzuf in der zweiten Einschränkung. Das heißt, es gibt hier eine Einschränkung, nicht die Kelim des Empfangens zu benutzen. Kelim der Kabbalah von Nikve Naim, Nikve Naim zu P, vom Guf von Tabur bis Sium. Ist das klar? Jetzt haben Sie gesagt, praktisch, es gibt den Parzuf nur nach dem Verschwinden vom Licht. Die Aviut im Parzuf. Ich habe dich einmal gesehen, du hast mir mal einen Kuchen gebracht. Vor vielen Jahren hast du mir einen Kuchen gebracht. Das war wirklich vor vielen, vielen Jahren. Und dann... Da warst du durchsichtig. Du wolltest nur geben. Seit damals habe ich dich so nicht mehr gesehen. Das heißt, es hat sich die Dichte gezeigt. Wenn der Mensch nicht gibt, ist er im Willen zu empfangen. Im Willen zu empfangen heißt es, dass er Korrektur braucht. Wenn er die Korrektur macht, in dem Moment, wo er gibt, sieht man nicht mehr, dass er im Willen zu empfangen ist, sondern man sieht, dass er gibt. Was zeigt sich, was zeigt er? Hat er einen Schirm oder keinen Schirm? Hat er Willen zu empfangen oder nicht? Hat er, wenn er das mit Tätigkeit des Gebens tut, vielleicht hat er das Verlangen zu geben, aber er weiß nicht, wie er geben soll, dann ist das Kleinheit. Es kann sein, dass er den Willen zu empfangen hat und empfangen kann. Das ist bereits Gadlut. Und geben kann. Wenn er den Willen zu geben hat und geben kann, heißt das bereits Größe. Das heißt, jede spirituelle Tätigkeit muss einen Mangel haben. Wo ist hier der Mangel in dieser Tätigkeit? Sag macht diese Tätigkeiten. Er will den in alle Richtungen geben. Das ist doch der Parzuf Sag oder Nekudote Sag oder die Welt Nekudim, die auch zu Sag gehört. Das sind die Zweige von Sag. Das ist alles von Parzuf Sag. Das ist Gabe. Und der Parzuf Sag gehört zu Keter Chochma Bina. Das ist gar die ersten drei. Das ist der Kopf der Angelegenheiten. Das ist noch, was passiert hier? Nur versteht mal, was hier los ist. Die Eigenschaften des Schöpfers, die sich befinden in dem Prinzip Wurzel, Aleph und in der Hälfte vom Bett, zwei, die zweieinhalb oberen Prinzipien,
Ich verstehe nicht, was du jetzt gesagt hast. Vielleicht kann man das hier einzeichnen. Ich bemühe mich, dir das hier zu zeichnen. Bis hierher. Bis hierher. Hast du? Seht ihr, das ist alles in Grün. Das heißt Gar. Gimel Rishonot, die ersten drei, Gabe. Und hier unten gibt es die Kelim, die Kabbalah, die Gefäße des Empfanges. Das heißt, hier sind die Geschöpfe. Wo ist die Einkleidung des Lichtes hier? Wo kleidet sich hier das Licht ein? In allen Sphirot, Parzufim, Olamot. Wer das Licht sie erfüllt, bestimmt nur das Licht. Man sieht keine Dichte. Okay, warum verschwindet das Licht? Das wollte ich dich fragen, wollte ich Sie fragen. Das Licht verschwindet wegen der Einschränkung. Wo ist der Punkt, wo sich das Licht bei der Einschränkung verflüchtigt? Das Licht verschwindet, es kommt Prinadalet. Das vierte Prinzip erwacht und beeinflusst die Nekudot des Sak und tut hier. Wird hier aktiv und dieser Parzuf schränkt sich ein. Wo ist die Einschränkung? Die Wahrheit ist, die Einschränkung passiert hier. Ab hier arbeitet das vierte Prinzip. Sie arbeitet auch oben, aber oben kann sie nicht tätig sein, wenn oben Keter Chochma Bina auf die Kelim der Gabe kann es nicht Einfluss, nur auf die Kelim des Empfangens. Dort kann sie ihre Erwirt einbringen und dort reduzieren sie sich. All dieser ganze Parzuf reduziert sich als Resultat davon. Warum im Ganzen, sag du mir, weil es nicht ein bisschen in der Spiritualität gibt. Er reduziert sich. Und es ist nicht so, dass er sich reduziert, sondern Sag entscheidet in seinem Kopf, sich zu reduzieren. Das sind einfach Parzufim, die von ihm absteigen. Nur Sag machlit entscheidet also. Alles geht zum Malchut den Sof. Durch alle Parzufim. Und sie gibt den Auftrag. Also, kurz gesagt, diese Reshimot, wo ein Parzuf nur im oberen Teil entstehen kann, diese Reshimot steigen hier hinauf. Und das sind die Reshimot Bet Aleph reduziert. Und danach macht Zag eine Vereinigung bei Mikve Naim und da steigt zum, wie soll ich sagen, zum da steigt das Licht dort. Und dort entsteht ein Parzuf. Ganz normal, Roshte Itlapschut, Roshte Aviut, Roshte Itlapschut. Außer Galgalta, die einen Kopf hat, jedes andere Parzuf nach Galgalta hat Roshte Itlapschut, Roshte Aviut und Guf. Und hier dasselbe. Und hier hast du einen Parzuf, nicht die Welt Nikodim, sondern den Parzuf Nikodim. Und hier habe ich ihn irgendwie gezeichnet, wie die Einkleidung passiert hier. Warum Einkleidung? Weil er reduziert ist im Ganzen. Das heißt, der obere Teil in den Kelim der Spar steht heraus. Das heißt, er arbeitet, er ist aktiv. Auch in Keter, auch in Abba wie immer und auch im Körper, der Sohn heißt. Und der untere Teil, das kann ich dir aufzeichnen, den unteren Teil des Körpers. Ich tue das nur in einer anderen Farbe vielleicht zeichnen, damit du das besser siehst hier. Der untere Teil, der ist reduziert. Aber er bleibt, aber nur reduziert.
Und danach, wenn du denkst, dass du ihn benutzen kannst, auch in dem Kelim des Empfanges, in diesem Kelim der Kabbalah, auch bei ihnen kannst du, dann macht er die Vereinigung und erfüllt diese Kelim und dann kommt zum Zerbruch. Und der Zerbruch wird auch in den Kelim des Empfanges und auch in den Kelim der Gabe sein, in allen diesen Kelim, einschließlich Galgal Tereinayim, der Sohn. Hier ist der allgemeine Körper und hier ist der Zerbruch. Der Zerbruch der Gefäße. Okay. עכשיו באות סמך גימל שקראנו בהתחלה. 63, am Anfang haben wir gestellt die Frage, wie kann es sein, dass sich die נקודות דסאג und neben der Galgalta unter dem Tabor sich verändern. Das heißt, das kann man nur sehen, wenn das Licht verschwindet. Mir ist nicht klar, wie er das, was er hier erklärt, diese Antwort. Du bist ein großer, starker Mann. Ja, sagen wir mal, was ich weiß ist, aber ich bin klein und alt und schwach. Und wir haben viele Feinde. Und du gehst kämpfen und ich gehe mit dir. Allein kann ich es nicht. Neben dir kann ich irgendwie irgendwas machen. Und wenn wir jetzt gemeinsam arbeiten, zusammenarbeiten, dann sind wir gemeinsam gegen sie. Und dann fühlen wir nicht so sehr, wer dafür und wer dagegen ist. Sogar wenn ich schwach bin neben dir, trotzdem sehen wir, auf welcher Seite ich bin und was ich tue. Auch dasselbe hier. Chassadim ist tätig. Es gibt Chassadim, die man von Nideag. Der will nichts außer geben. Er gibt bis zum Ende. Wo er nicht geben kann, sperrt er sich und er hat Chassadim. Nimm, was du willst, sagt er. Ich will nichts. Ein Hemd. Nein, ich will gar nichts. Das ist in der Ideag. Die Punkte sag. Das ist bereits ein Teil von Bina, von Weisheit, der wirklich mit den letzten Kräften arbeitet. Mehr hat er nicht. Das heißt, ich habe alles, was ich konnte, gegeben. Ich will das Licht Chochma nicht empfangen, weil das ist Gimel Dit Lapshut. Ich will auch Chochma nicht empfangen, das ist so wie Galgalta. Gegenüber Oren Sof, dem unendlichen Licht. Aber ich will kein Licht Chochma enthalten, das ist alles in Chassadim. Der hat diese Tätigkeit gegenüber dem Licht von Chochma wie in Galgalta und deshalb kann sie mit Galgalta in Verbindung gehen. So wie ich mit dir, gemeinsam. Auch Nekudot Desak, die von Galgalta absteigen, einander nahe sind. Egal, ob Galgalta Prinadalet und Galgalta fast nicht auf Bet oder Aleph ist. Alle wollen geben. Alle. Beide. Und deshalb können sie in dieser Tätigkeit sich annähern. Sogar vermischen. Es gibt ja viele Fragen, aber irgendwie sich berühren, sich vereinigen. Und aus dieser Berührung, wo sich Nekudot Desak mit Nideag vermischen, beginnen Nekudot Desak zu fühlen, wer bin ich? Ich habe den Nideag gegen Dale de Aviot und ich bin alles in allem gegen Aleph de Aviot. Ich komme von Bet nach Bet Aleph. Also wie kann ich neben ihm sein? Mein Aleph
gegenüber seinem Dalet auch ein Wille zu empfangen. Und auch bei ihm ist es der Wille zu empfangen, aber ich bin nicht fähig, wie er zu sein. Aus unserer Vereinigung, Vermischung sehe ich, dass ich mich mit ihm vermischen kann, nur unter der Bedingung, dass ich meine geliebte Kabbalah des Empfanges einschränke. Und deswegen schränkt er sich ein. Die Prina Dalet von Galgalta schränkt ein die Kelim des Empfanges von Nekudot Tesak. Und dann kann er zusammen sein, in seinem oberen Teil. Wie Chagat. Nein, der Nekudot Tesak, aber nicht wer Chab von Nekudot Tesak. Das ist alles. Letzte allgemeine Frage. Was bringt Zimtzum Bet, die zweite Einschränkung, zur Endkorrektur bzw. zur Erreichung des Schöpfungsziels? Die zweite Einschränkung hilft uns. Sie hilft uns damit, dass sie von jetzt und weiter eine klare Einteilung schafft in allen Parzufim. Ich kann mit einem halben Parzuf arbeiten. Geben, um zu geben. Legitim, wenn ich nur damit arbeite. Das heißt nicht, dass ich mit einem Teil vom Verlangen arbeite, so oder so. Ich kann von jetzt an schneiden, durchschneiden. Von der höheren Leitung und von mir. Das ist eine ganz andere Leitung. Das ist Katnut, die Kleinheit. Stell dir vor, dass bis zu Zimtzum Bet alle groß sind. Entweder bist du groß oder du bist null. Es gibt keine Phasen von Wachsen, von Entwicklung. Stellt euch doch vor, wie wir fähig wären, von der Situation des Empfangens zur Gabe zu gelangen. Du kannst du auf diese Höhe dieser Stufen hinaufspringen? Nein. Weil du hast in deinen Kelim der Gabe, dich zu erfüllen, das ist bis zum 20. Jahr. Bis Mochin, die Embryonalphase, Stillphase und so weiter, das ist das halbe Parzuf. Geben, um zu geben. Das sind alle Ramach-Tätigkeiten. Aber Beshasa ist das dann, kannst du empfangen, um zu geben. Und deshalb ist das ein Problem. Auch mit Empfangen, um zu geben, damit du kannst nicht mit allem arbeiten. Wir arbeiten nicht mit Achab de Aliyah. Von wo kommt Achab de Aliyah? Bis zur Endkorrektur machen wir gar nichts mit einem vollkommenen Parzuf. Wir haben keine 10 Sfirot. Galta ab und sagt, solche Parzuf haben wir nicht. Die gibt es nur bei Gar, in den ersten drei Parzufim, in den höheren. Und was hier Bina macht, ist wirklich, sie öffnet uns die Fähigkeit zu existieren, in die Tiefe abzusteigen, zu zerbrechen, Kelim der Gabe und des Empfanges zu vermischen. Sonst wären die Kelim der Kabbalah des Empfangens tot, vom Schöpfer abgetrennt. Der erzählt hier etwas darüber. Um die Geschöpfe zu retten von der Höhe der Auftrennung wurden diese Reduktion der zwei Welten geschaffen und so weiter. Das ist ein großer Unterschied zwischen den Kelim. Das muss ein System sein. Und jetzt beginnen wir sie zu lernen. Wie sie arbeitet, um diese Gegensätze zu verbinden und aus ihnen irgendeine Kombination zu schaffen, dass die mit jenen vermischt sind, beinhaltet sind, dass sie etwas vom Schöpfer haben und dann können sie
können die Schöpfer in Lüge, können die irgendwie dem Schöpfer ähnlich werden. Und der Schöpfer wird sie verstehen in dem Teil, wo er beeinflusst die Geschöpfe und dort spielt er mit ihnen. Anders kann er nicht. Stell dir vor, ein Großer, der überhaupt nicht weiß, was ein Kleiner ist. Er weiß ja gar nicht, wie er mit ihm arbeiten soll, wie er sich mit ihm beschäftigen soll. Oder ein Kleiner, der überhaupt keine Verbindung mit einem Großen hat. Er hat ja keine Chance zu wachsen. Und deshalb ist das ganze System, das wir lernen, das wir studieren von der Olam HaNekudim und den Zerbruch der Kelim, das ist eine Rettung. Diese Verbindung, die der Schöpfer den Geschöpfen hingeworfen hat, diese ein Rettungsseil. Okay. No. Als Resultat des Abstiegs von Sag unter Tabor ist der Wille zu empfangen in Sag gewachsen. Wir werden es nachher lernen. Schreib dir diese Frage auf. Wir werden es nachher lernen. Wir haben keine Fragen mehr. Wer ist dort am Ende? Jochai? Guten Morgen, mein Lehrer. Das letzte Mal, wo wir das gelernt haben, haben Sie gesagt, dass du, um die Menschen zu lieben, musst du das alles machen. Niemand kann sich davon, es wird dir nichts helfen, niemand kann sich davon verstecken, das verhindern. Wenn du stirbst, dann wirst du wiedergeboren und dann treffen wir uns im nächsten. Was versäume ich hier? Du musst sitzen und hören. Das ist alles. Was der Schöpfer dir gegeben hat, hat er dir gegeben. Du musst ihm danken für alles. Nicht mehr. Ich sag dir, nicht mehr. Aber was sehe ich hier nicht? Warum verstehe ich das nicht? Warum? Alles, was der Schöpfer dir gibt zu sehen, wirst du sehen und dafür musst du ihm danken. Ich sagte dir das in allen Ernst, so alle. Glaubst du, dass diese Klugen, die da lernen, sind weiter fortgeschritten als du? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das hat nichts mit, sich dem Unterwerfen der Gruppe zu tun, nur damit. Weil wenn wir uns in der Gesellschaft gegenüber der Zehnergruppe unterwerfen würden, dann würdest du diese ganze Weisheit vor dir sehen. Ich sehe es. Wie im Wasser, ich sehe es. Ja. Versuche es so zu machen. Das ist so, als ob ich das Verlangen von einer Ameise habe und ich möchte das vergrößern. Das genügt. Noch 9 solche wie du, so kleine Ameisen. Noch andere 9 Ameisen, verbinde dich mit ihnen und du wirst die Weisheit sehen. Unbegrenzt, unbegrenzt. Sie haben gesagt, ich muss das machen, ohne dass es sich verwirklicht. Ich sage, du musst lernen, damit es dir schwerfällt. Dann, wenn es dir schwerfällt, wirst du nicht auf den Schöpfer vergessen, sonst muss ich an ihn wenden. Wenn dir leicht wäre, wir haben hier solche Weisen, ich kann sie dir zeigen. Diese Weisen kann ich dir zeigen. Gerade in Moskau gibt es ein paar solche. Auch hier, wir haben es, der schaut den Leo an. Noch, der Michael. Wer noch, Dudi? Ja, aus Jerusalem. Es gibt solche Weisen. Wer noch? Sagt mir. Plötzlich sind die hier verschwunden. Wurden plötzlich dumm.
Okay, kurz gesagt, du hast, brauchst dich nicht beschweren nur über eine Sache, die deine Verbindung durch den Zehner zum Schöpfer. Gestern habe ich für dich gebetet, ich war beim Rabbi Shimon. Ich habe gesagt, ja, hilf dem Yochai. Gut, was haben wir noch, Dudi? Kiew, Kiew, bitte, Kiew. Да, здравствуйте, дорогой Раф. Мы хотим пригласить всех товарищей, как обычно, в понедельник и в четверг на Арвуд Тим, который сейчас вот начнется в 15:06. Zu dem Gespräch nach dem Unterricht zu kommen, der zweimal in der Woche stattfindet. Das ist ein Zoom mit Moskau, der tägliche Artikel. Wir warten euch alle. Moment, ich habe jetzt nichts verstanden. Worum geht's da? Die Vorbereitung zum Kongress in Moldova. Schick mir bitte einen Link, ja? Danke. Abendunterricht um 5.30 Uhr, israelische Zeit. Danke den Freunden. Und ein Lied. שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק כשיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה רגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש